Pflegerin von Basor zu finden? Alkonos, die defragmentierte? Nichts? Wirklich? Herrje, sie ist die Typhon de Leon unter den robotischen Forschern. Die beiden haben sogar diese Expedition gemeinsam geleitet. Eine seltene Partnerschaft zwischen Bot und Mensch. Vor langer Zeit suchte Alkonos die alte iridianische Stadt Azamakmur. Auch wenn Dekaden seit ihrer letzten Übertragung vergangen sind, bin ich dennoch zuversichtlich, dass sie unsere Anwesenheit bemerkt hat und eine wundervolle Feier zu meiner Ankunft vorbereitet. Ich glaube, die wird dich hart penetrieren. Oder die ist tot. Oder die ist abgehauen. Seltsam. Kein Willkommenskomitee. Und die Tür ist verschlossen. Nun, Alkonos, die Wiedereroberin, kann nicht einfach jeden in Azamakmur reinlassen. Einen Moment. Warum erinnert mich die Stimme an Tennis? Mist. Sieht so aus, als hätten diese Riesen Rockets meine Raumschiff. Ein bisschen redet die mit der gleichen geschwollenen. Alkonos und die Expedition. Hörnchen. Ich kann es kaum erwarten, mit Alkonos wieder vereint zu sein. Mit Lark, dem Gaunerbot, mit legendären Tarnprotokollen. Schreik, dem Schlägerbot, mit unvergleichlichem Drehmoment und erweitertem Rang. Ganz zu schweigen von Carapius vom Silbersinn und Noratio, dem Tapferen, deren Lieder ich als Mordfrischling heruntergeladen habe. Spielen die D&D oder was? Ja, irgendwie schon. Das hört sich total nach sowas an. Voll die Nerds. Nerdy Nerd. Wir haben den Eingang von Azamakmur erreicht. Der Leon sucht die Koordinaten der iridianischen Heimatwelt. Aber der Schatz, den ich suche, ist Azamakmur selbst. Denn ich spüre eine Verwandtschaft. Wow. Meine Sensoren zeigen, dass Lark in der Nähe ist. Lark? Lark, hörst du mich? Piepe, wenn du verletzt bist. Wo bist du, Lark? Basen zerstören. Das ist eine Lark, sogenannte Vasektomie. Ich bin gerissen von Bark. Elende Schuft. Lark ist aus. Einen Moment. Ich versuche, Lark ferngesteuert hochzufahren. Doch, vielleicht sehe ich etwas über seinen Tod oder das Schicksal der Expedition. Jetzt muss ich mir auch mal angucken. PWM. Sagt der bei euch was? Nö. Ja. Cool, bei mir nicht. Nee, bei mir halt die Hügel geküsst werden, Typhon de Leon und so weiter. Super. Jetzt haben wir wieder einen Bug gefunden. Mach die Tür auf. Die und zurückeroberte Stadt Azamakmur wartet. Ich mag deine Begeisterung, Bestie. Auf diese Plattform und dann guckst du durch den Ring hier, dann fängt er an zu leuchten. Auf dieses Viereck, was da hinten ist, was ich jetzt nicht sehe, weil Björn da mit seinem dicken, fetten Mech vorsteht, ja, musst du drauf schießen. Okay. So, jetzt ist das nächste Ding. Jetzt haben wir schon zwei fertig. Die dritte müssen wir jetzt noch finden. Das hier hatte ich schon. Für das Rudel! Müsste der hier, so, oben. Ja, hier. Sehr gut. Haben. Auf zu Alkonos, die unsere Anwesenheit in diesem okay, Moment du den da bemerkt hat und ihr persönliches Gefolge schickt, um uns in Azamakmur. Vielleicht hätte der auch funktioniert, keine Ahnung. Und sagt Alkonos, sie soll mir ihre besten Sanitätsbots schicken, denn ich bin wirklich voll geschmiert.
Zu schwach, um zu überleben. Und dann seine Zielportal. Vor allen Dingen 30 Alka. Vielleicht. Vor allen Dingen Alkanus. Das ist doch hier Alkanus aus Diablo 3. Also doch ein Roleplay. Schneller. Du bist heute das aufregende Gefühl der Jagd. Ich bringe dich auf. Macht sie fertig. Gefällst du mir besser? Das trifft eigentlich alles tot sein, ne? Lagoma, besiege diesen üblen Dämon und räche meine Ahnen! Okay. Ja, der ist so klein. Es war bei einem Monster riesig, ich hab grad gedacht, what the fuck? Und dann kommt da so ein kleiner Pupp raus. Oder so. Ja. Es ist vorbei. Alkanost ist gefallen. Einen Moment noch. Ich glaube, ich habe einen Weg hinaus für dich gefunden. Kehre zu mir zurück. Ich habe etwas für dich. Iridium. Schlagen wir es kaputt. Hallöchen. Scheiße. Quickie. Ja. Nur Schrott. Iridium. Es
sollte eine Gabe für Alkanos und Asamakmur sein. Doch beide sind verloren. Welch Sorge, welch Kummer. Mir bleibt nur noch die sagenhafte Stadt Iktok, wo Feldor Marun zu suchen. Iktok. Sicher hast du davon gehört? Nein? Welch Sorge. Marun 5 oder was? Wir haben ein ganzes Iridium bekommen. Yay. Na, immerhin. Mehr als du täglich auf Arbeit. Ein. Genau, machen wir da diese Antenne. Ich hab gesehen, was passiert, wenn eine Banditenmeute in Rage kommt. Nichts Gutes. Ich bin da eben auch einmal dran vorbeigesprungen. Zu bringen, schafft uns Luft zum Atmen. Aber du bist von hier, von dem kurzen gesprungen? Nee, von hier. Ich bin mit Anlauf und dann. Wupp. Ah, okay. Wollte nur mal schauen. Hüte dich vor dem Manwag. Töte den Manwag für mich. Du läufst einfach alleine rein. Ja, ich wollte den Manwag töten. Ich höre dich, Bestie. Ja, der Manwag ist. Ein Manwag. Nein, das ist ein Tinwag. Das ist ein Flammenwerfer. Yep. Das ist ein Minwag-Fragezeichen. Das ist also das Ende der Schreckensherrschaft des Minwags. Gegen Käfer hilft Feuer. Feuer frei, bang, bang. Was schön finde ich so. Tot ist er! Endlich! Was? Und vor allem, wir haben mehr Iridium, glaube ich, bekommen, als wir das Vieh getötet haben, als. Als wie bei der Quest eben. Ja. Das war ja auch der Manbug. Man wird dich vergessen. Kannst du mich sehen, Tod? Manchmal. Da breche ich nicht durch. Ich verstehe das manchmal aber auch nicht. Manchmal kann man die nicht kaputt machen, ne? Mhm. Du musst nochmal schlagen. Manchmal bist du zu weit weg und schlägst mit der normalen Waffe. Du näherst dich einer historischen Markierung von Typhon de Leon, dem ersten Kammerjäger. Er ist vor Jahrzehnten auf der Suche nach der eridianischen Heimatwelt verschwunden. Ich suche alle Informationen, die von ihm stammen können. Du bist fast da. Aber wie alles und jeder auf Pandora scheint der Aufzug zu meinem Labor komplett kaputt zu sein. Du wirst einen anderen Weg nach unten finden müssen. Naja, das ist ja, kaputt, weil du ja selber kommst. Sie hat gesagt, so wie fast alles. Ausgezeichnet, mein Junge. Brav ist er. Kriegst du einen Keks für. Jetzt zeig. Guck ich mir die Tricks an. Was? Was? Was für Tricks? Ich hab gesagt, guck ich mir die Tricks ab vom Gilford und dann. Doch nicht. Der Eingang zum Labor ist in der großen Höhle. Ich weiß nicht, wie ich es genau beschreiben soll. Es ist eine Höhle und sie ist groß. Was hast du denn da erschnüffelt? Bin ich denn da das letzte Mal hingekommen? Indem man gegen das Geländer springt und nochmal hüpft. Geländer? Okay. Ich stand auf Leda und sie wusste das. Zusammen suchten wir nach Hinweisen auf die eridianische Heimatwelt, Negro Tafeo. Es war ihr Traum, sie zu finden. Und bald wurde es auch mein Traum.
Ab ins Rohr. Ein abgeseilt. Krass, ne? Wie ist es, so lebendig zu sein? Was geht? Was treibst du in einer verlassenen Mine? Okay, okay, schon gut, ja, ich verstehe das. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass wir an etwas arbeiten, und zwar... Ich habe eine tolle Überraschung für dich. Das wird der Hammer. Du wirst Nekrotapeo. Es lieben. Das erste Mal hörte ich den Namen der Eridianischen. Troy, komm schon, wir haben das besprochen. Jedenfalls die große Kamaru. Wir sehen uns, Superfan. Voll die Stalker, ey. Ich habe kein Blut. Ich könnte fast meinen, die haben Teil, wenn bei einem angefangen. Die mal wissen, wo man ist, ne? Direkt in unserem Rektum. Okay. Das war jetzt schon ein bisschen eklig. Mhm. Was macht ein Außerirdischer nun mal? Ich hab's doch drauf! Du suchst eine flotte Lore namens Kate? Sie werden dir den Weg zeigen. Wir hatten eine kurze, heftige Affäre. Die endete, als sich unsere Wege trennten, wie man so schön sagt. Tja, so läuft das. Streich mir jetzt die Lore. Vertrau mir einfach. Ach, halt die Klappe, Kate. Die hatte eine Affäre mit einer Lore. Vernichte sie. Wenn diese Viecher in mein Labor gelangen, könnten sie meine kostbare Ausrüstung beschädigen. Ist schon ein bisschen lang. Naja, kommt halt darauf an, ob sie quer oder gerade reinpasst. In beiden Fällen wäre das schon ziemlich gut. Ich hoffe, dass wie fühlt sich dein letzter FSK Atemzug an? Das ist schon über 8. FSK 8. Geile Mann. Das ist auch über FSK 30 plus. Doch als sagt man, als nicht für Kinder geeignet eingestuft, also ist alles in Ordnung. Ja, stimmt aber wieder. Hallöchen. Super Bagger. Warum treffe ich da mal Super Bagger? Du, ich hab übrigens den Python hier. Nervige Viecher. Und jetzt ich hab das Ding doch eben aufgemacht. Was? Den Typhon Delian Kasten? Ja. Den hab ich gerade aufgemacht. Nein, den hab ich so. Eben aufgemacht. Jeder muss den aufmachen, oder? Dann geh mal runter, ist er bei dir nicht auf? Nein. Lol. Jetzt ist er auf. Ich meine, aber das war mal so, wenn einer den öffnet, dass der Fall auf war. Wir unterhalten uns bald mal wieder. Okay, Kammerjäger. Der Eingang ist am Ende des Flurs. Das ist Teambuilding. Ich vertraue niemandem, der mich nicht töten kann. Jacobs. Hä? Ich dreh die doch. Bereit loszulegen? Mein Iridium-Verstärker. Wir müssen ihn zurück zu Rolands Grab bringen. Deaktiviere zunächst diese Kopplungen, um ihn für den Transport vorzubereiten. Ich habe nie jemanden in mein Labor gelassen, aber für dich mache ich eine Ausnahme. Nur dieses eine Mal. Hervorragend! Senke jetzt den Verstärker. Ich glaube, einer dieser Schalter sollte das übernehmen. Gut gemacht. Allmählich verstehe ich, wieso Lilith dich immer alles machen lässt. Fürs Erste können wir den Verstärker in Rolands Grab aufbauen. Ich habe Vaughn dieser menschlichen Skulptur aufgetragen, dir beim Transport zu helfen. Er ist unten in der Garage. Hey, Kammerjäger.
Also mein Kopfgeist hat mir gesagt, ich soll dir helfen, einen Der hätte noch nicht mal zu Ende reden lassen, da geht der da schon durch. Ich hab... Was? Vor allen Dingen, ich wollte gerade in... Ich hab da gerade ein Ding geöffnet gehabt für eine Nebenquest. Was? Und dann wollte ich einen Cliffhanger einbauen und sagen, das sehen wir aber alles erst in der nächsten Folge. Bist du was? Dann was hast du? Ein Ding gefunden? Ja, hier. Jetzt gehen wir wieder dann zurück. Dann gehen wir zurück und gucken. Ja, da war ein Ding weg. Nein, da war kein Blickeding, da war ein Tor gewesen, was ich aufmachen konnte. Was? Für eine Nebenquest war. Und dann wollte ich was? Gesagt. Bereit für einen Kampf? Dann gucken wir mal. Genau. Das hier? Hier, das Ding habe ich aufgemacht. Das ist ein Porträt von Handsome Jack, bevor er zum sadistischen massenmordenden Boss von Hyperion wurde. Damals war er nur ein Hacker-Ehemann und der werdende Vater der bereits erwähnten Angel. Hinter dem Porträt liegt eine geheime Kammer. Schieb es zusammen. Keine Angst, der Schalter ist absolut keimfrei. Ich habe ihn nie berührt, zumindest nicht mit den Händen. Unsere Funde aus den Kammern lassen mich glauben, dass Sirenen Erinnerungen in physischen Objekten speichern können. Vielleicht sogar unterbewusst. Ich habe ein Kinderspielzeug von Angel geborgen. Fang damit an. Such nach einem trakianischen Plüschtetrabären. So knuffig wie das Original, nur ohne neurotoxische Klauen. Captain Bear, er frisst Verbrecher. Tja, so dick wie er ist, muss er viele gefressen haben. Angel, Schätzchen, was ist mit deinem Arm? Warst du das? Er ist blau. Keine Ahnung, wieso. Sieht das hübsch aus? Ja, Schätzchen. Wirklich sehr hübsch. Mr. Gunn. Hey, Schatz, kannst du mal kurz kommen? Ich hatte recht. Das war eine Erinnerung, als Angels Kräfte sich zum ersten Mal zeigten. Da sind noch andere Dinge, die sie vielleicht mal berührt hat. Such nach einem alten Verkaufsautomaten. Beschissenes! Verdammtes Arschloch! Arschloch! Was ist ein Arschloch? Deine Mutter. Oh, Angel, Schätzchen. Ach, tut mir leid, ich hab dich nicht da stehen sehen. Vergiss einfach, was Papi gesagt hat, okay? Okay. Ist der Automat kaputt? Ja, das heißt wohl kein Süßkram für uns. Hey, geh doch mit mal mit zurück in den Warteraum, Prinzessin. Der Onkel Doktor kommt sicher gleich, okay? Ganz ich Süßkram? Ich kann ihn reparieren. Was zur Hölle hast du getan, Angel? Wie bei den meisten Sirenen scheinen ihre Kräfte nach dem Erwerb instinktiv geworden zu sein. Sie hatte keine Vorstellung, was eine Phasenverschiebung überhaupt war. Nur, dass sie mit Maschinen reden konnte. Und dass sie ihr zuhörten. Da muss irgendwo ein Geschütz sein. Such danach. Mr. Gunn. Ja, ab in den Kampf. Der Tod holt uns alle, aber dich zuerst. Hä? Auszulösen. Das ist doch. Mami, Papi, hilf mir! Jetzt bist du verwirrt, ne? Hör zu, du dreckiger Bandit! Gib uns einfach unsere Tochter wieder, okay? Machst du Witze? Sie ist eine beschissene Sirene! Sie wird mich zum Trillionär machen! Nimm deine Frau und verzieh dich, bevor ich meine Geschütze auf dich richte! Vergess das Kind! Mach einfach noch eins! Halt's mal klar! Aha! Björn klettert die ganze Zeit vor eine Palette. Ja, meine streichelt die ganze Zeit die Leiter. Sieht total spastisch aus, das musst du nur mal reinziehen.
Und dann die ganze Zeit versucht hochzuklettern. Boah, ups. Mami? Daddy? Nein! Was hast du getan, Angel? Batman? Was hast du getan? Angels Schmerz war so stark, dass sich das Geschütz erneut aktivierte. Die Narben des verängstigten Mädchens waren tief. Da ist noch ein Artefakt. Such nach einem Hyperion-Kommunikationssatelliten. Es ist Zeit zu kämpfen. Papa, lass mich hier raus, bitte. Das geht nicht, meine süße kleine Angel. Du bist zu deinem eigenen Schutz in diesem Stuhl, okay? Du bist ein Arschloch! Keine Schimpfworte. Hör zu, Schätzchen. Ich kann dich nicht rauslassen. Du weißt, was du Mami angetan hast, okay? Ich könnte es nicht ertragen, wenn dir etwas zustößt. Du gehörst jetzt zur Stuhlgang. Ich wollte das nicht. Stuhlgang? Ich weiß, Schätzchen. Darum musst du in diesem Stuhl bleiben. Aber ich habe was für dich. Stuhlgang? Dieser Stuhl ist mit dem gesamten Hyperion-Netzwerk verbunden. Jetzt kannst du dir jeden Planeten am Himmel durch unsere Satelliten ansehen. Von dem Stuhl der macht das aus schöne hast du die Bild beste kaputt. Aussicht im gesamten Universum. Und wir werden zusammenarbeiten. Du und ich. Klingt das nicht schön? Toll, jetzt wird die Kammerjäger gemalt. Ja, okay. Hab dich lieb, Angel. Hab dich auch lieb, Papi. Ich hab mich auch lieb. Angel war fast ihr ganzes Leben an Hyperion-Technologie gefesselt. Diese Erinnerungen sollten reichen, um den Wasserentkeimer zu reparieren. Gehe zu Rolands Grab und ich werde versuchen, auf ihn zuzugreifen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Genau. Also, wie ist dann, Leute?